Diese Sendung wird unterstützt von der GHV, die Versicherungsmanufaktur für Mensch, Tier und Natur. www.ghv-versicherung.de. Antenne Bergstraße, Land und Leute. Meine Wellenlänge. Stress und psychische Probleme haben in der Pandemie zugenommen, und das weltweit. Vor allem Angststörungen und Depressionen sind es, die sich hier zeigen. Besonders Kinder und Jugendliche haben dagegen besonders stark unter den Folgen des Lockdowns gelitten. Das zeigte eine Studie aus der Schweiz. Ergebnisse von Studien zeigen, dass durch Covid-19 in der Bevölkerung vor allem Ängste und Depressionen ausgelöst wurden. Die meisten Studien wurden während der ersten Welle der Pandemie durchgeführt. Erste Daten, was die Folgezeit betrifft, weisen jedoch darauf hin, dass die Störungen eher zugenommen haben. Besonders schwer traf es, so eine Untersuchung der Universität Zürich, Kinder und Jugendliche. Durch den Lockdown wurden sie in ihrem Bewegungsdrang gehemmt und natürlich fanden keine sozialen Kontakte statt, zumindest kaum. Mein Gast, den ich heute hier habe, ist gleichzeitig auch Radiokollege, Alexander Hohenedel. Ich sage herzlichen Dank fürs Kommen. Ich sage ebenso vielen Dank. Hallo. Hallo, mein Name ist Christa Flasche. Und jetzt Another Brick in the Wall von Pink Floyd von dem großartigen Album The Wall. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge. Alexander, ich hatte dich zwar jetzt schon mit Namen vorgestellt, eine kurze Einführung, deine Berufsbezeichnung, was machst du? Genau, ich bin genauer gesagt systemischer Coach und psychologischer Berater und begleite in den letzten 12-13 Jahren, kann man jetzt sagen, Menschen in persönlichen Krisen zu neuen Perspektiven, dass sie den Konflikt, die Krise überwinden können. Und somit wieder ihr Leben in den Griff bekommen, kann man sagen. Das heißt, passt im Moment auch sehr genau auf unsere Situation, pandemiebedingt, womit Leute im Moment Schwierigkeiten haben. Genau, genau. Bevor wir in das Thema jetzt weiter einsteigen, sollten hier vielleicht mal ein paar Begriffe geklärt werden. Und zwar gibt es ja, wenn man mit dem Thema weniger zu tun hat, die Wörter Ängste, Depression, Trauma. Fangen wir mal mit den Ängsten an. Was ist das? Die Ängste sind ein Themenbereich, der in der Tat sehr, sehr komplex ist. Wenn man jetzt mal zum Beispiel guckt von sozialen Phobien, also die sozialen Ängste, bis hin, es gibt heute alle möglichen Ängste, Höhenangst und so weiter, die sich alle so sukzessive entwickeln oder auch plötzlich da sein können. Hintergrund einer Angst ist immer etwas zu vermeiden, dass ein Ereignis eintritt, was einen verletzen sollte, was einen in Gefahr bringen könnte. Und immer dann reagiert der Körper mit einem Angst, mit einem Schreckzustand. Hat jemand vielleicht Höhenangst und steht auf einem Turm, dann schützt die Angst im Moment, geh nicht weiter vor, weil sonst könntest du vielleicht runterfallen. Ja? Also Angst ist auch was Schützendes für den Körper und für uns Menschen. Heißt aber nicht, dass ich vorher schon mal irgendeine Situation haben musste, die mich jetzt zu dieser Höhenangst gebracht hat. Nee. Nee, also kann einfach nur wirklich so, man sagt manchmal eine unbegründete Angst sein. Das kann auch manchmal eine unbegründete Angst sein, wobei man ja auch gucken muss, dass die Ängste schon jeher zum Menschen gehören. Ja? Das klassische Beispiel ist der Säbelzahntiger, den es mal wirklich gab. Und da sollte die Angst den Menschen vor diesem, dessen ja ein Feind des Menschen war, vor diesem Säbelzahntiger schützen. Ne? Und so haben uns die Angst begleitet uns so durchs Leben schon je mit durch. Es ist auch ein Schutzfaktor. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, Trauma. Das ist auch etwas, was viele vom Wort her kennen. Da hast du auch Beispiele. Genau. Wenn man jetzt mal so in die aktuelle Medienlandschaft guckt, momentan gibt es einige Institutionen, die da im Besonderen mit zu kämpfen haben, besonders kirchliche Einrichtungen mit diesen sexuellen Übergriffen. Da kamen auch teilweise schon Menschen zur Sprache, die ein solches Trauma erlitten haben. Also so eine sexuelle Vergewaltigung zum Beispiel ist so ein klassisches Trauma. Oder wenn ein Kind schon in ganz, ganz jungen Jahren Gewalt erlebt hat, sei es durch einen Unfall oder andere Gewalt, psychische Gewalt, die Eltern trennen sich, streiten, der Vater wird vielleicht aggressiv und so weiter, dann kann dieses Kind ein Trauma erleiden. Und dieses Trauma kann dieses Kind
ein Leben lang begleiten. Bis es dann mal irgendwann in späteren Jahren sich wieder durchbricht oder Bahn bricht und dann eine depressive Erkrankung zum Beispiel auslöst. Sind wir gleich beim nächsten Begriff oder bei den nächsten beiden. Depression ist etwas, was man sehr ernst nehmen muss. Da erinnere ich mich zum Beispiel an einen Fall, da wurde das auch so richtig publik gemacht, wo man sagte, gut, damit muss man auch mal in die Öffentlichkeit gehen. Das war der Robert Enke. Ja. Und es gibt aber auch die depressive Verstimmung. Das ist jetzt doch wieder was anderes. Das sind vielerlei Unterschiede, aber auch bei der Depression muss man sagen, die wird untergliedert. Aber erstmal vielleicht die depressive Verstimmung. Eine depressive Verstimmung hat jeder von uns schon mal erlebt. Ja, das macht auch jeder mal im Laufe seines Lebens durch. Man hat mal einen schlechten Tag, man ist so richtig mies gelaunt, ja, und sagt, Mensch, nee, heute kein Bock, komm, ich melde mich krank und solche Dinge. Eine depressive Verstimmung kann doch schon mal, ich sag mal, 3 bis 6 Wochen anhalten. Geht dann oder klingt dann aber auch recht rasch wieder ab. Wobei die Depression ist ein Prozess. Ja, genauso, also man ist nicht von heute auf morgen depressiv, sondern es sind unterschiedliche Faktoren, die damit eine Rolle spielen, die dann in die Depression führen. Ja, das klassische Beispiel vom Burnout. Ja. Burnout ist gemäß des ICD-10, sagen die Psychologen, also das ist so ein Klassifizierungskatalog, ist keine klassische Bezeichnung, Klassifizierung an Burnout gemäß dieses ICD-10. Ja? Sondern wenn jemand sagt, Burnout, also ausgebrannt wegen dem Job und so weiter, der wird meistens in eine Depression eingegliedert. So, und jetzt kommt es drauf an, kann man den Depression in 3 Grade untergliedern, erstgradig, zweit- und drittgradig, die teilweise linear verlaufen. Sie können aber auch verlaufen wie eine Berg- und Talfahrt. Dann sagt man dann Episoden dazu. Ja, also mal ist es stärker, dann ist es mal wieder schwächer. Und eine Depression verläuft nie gleich. Die ist immer auch mit Typus, ja, vom Menschen mit abhängig. Ja, der eine erlebt sie stärker, intensiver, der andere erlebt sie schwächer. Begleiterscheinungen sind dahingehend, jemand sagt, Mensch, ich habe echt keine Lust mehr zu leben und ich will nimmer aus dem Haus raus und ich weiß ja nicht so gar nicht mehr, was ich machen soll und so weiter. Also wenn man sowas hört, dann sollte schon mal die Alarmglocken klingeln, sage ich mal so, ja, mal mit dem, der sowas äußert, ins Gespräch gehen. Du sag mal, hast du schon mal überlegt und so, die Hilfe zu holen oder dir mal eine Auszeit zu nehmen, zum Arzt zu gehen etc. Also das sollte man da schon mit in Betracht ziehen, ja. Menschen sind soziale Wesen, zum Glück. Und Studien aus Italien, Frankreich und den Niederlanden sagen, die Menschen, die jetzt befragt wurden, haben die Berührungen zum Beispiel vermisst, die jetzt in der Pandemie fehlen mussten. Tendenz steigend. Wir kennen es natürlich ebenfalls aus der eigenen Erfahrung. Wenn uns ein Mensch anfasst, umarmt, dann fühlen wir uns verstanden, geborgen, wir fühlen uns wohl. Es ist manchmal auch wie ein Schutz. Was passiert, wenn dieser Schutz wegfällt? Kommen wir da wieder zu dem Thema Angst zurück? Jein. Also es gibt gewisse Situationen, die können uns Angst auslösen. Und es gibt auch gewisse Situationen, die uns die Angst nehmen können. Ja, wenn mich jetzt ein Mensch umarmt, ja, und ich bin gerade in einem ängstlichen Zustand. Das ist wie so, stellen Sie sich jetzt mal vor, so ein Kleinkind auf dem Arm. Ja, das liegt jetzt da, das schreit, die Mutter nimmt es auf den Arm, dann beruhigt sich dieses Kind ganz schnell. Ja, weil es weiß, die Mutter ist da, es ist geborgen und so weiter. Also reduziert dieses Kind die Angst. Wir Menschen, wir sind hochsensible, hochemotionale und hochsozial kompetente Wesen. Wir merken auch recht schnell, wenn mit einem anderen Menschen etwas nicht stimmt, intuitiv. Ja, und gerade jetzt in Corona-Zeiten, du hast es richtig angesprochen, diese Kontaktbeschränkungen, die haben mit uns Menschen etwas gemacht, nämlich die soziale Isolation. Was passiert jetzt mit einem Menschen oder mit einem Schüler, wir sind hier in einem Schulgebäude, der von heute auf den einen Tag seine Schulkameraden nicht mehr sehen kann, ja, nicht mehr über den Schulhof toben, ja, der Klassenlehrer fehlt, mit dem einen Lehrer kann man mehr Anspruch machen, mit dem anderen weniger, ne, das gibt's ja dann manchmal auch, solche Geschichten, dann fehlt uns etwas. Und je nachdem,
wie dann auch das soziale Umfeld ist. Und das haben wir auch in der Corona-Pandemie gemerkt, in sozialen Brennpunkten, also bei den Leuten, die sozial schwächer aufgestellt sind, kam das eher und stärker vor, wie in den besser situierten Gegenden. Ne? Da haben wir das gemerkt. Und wenn da diese sozialen Kontakte fehlen, dann kann ein Mensch Ängste entwickeln. Ja. Hast du das in deiner Praxis zum Beispiel jetzt auch öfters gehabt, dass es Menschen gab, die gesagt haben, oh, ich habe mich kaum getraut, mehr aus dem Haus zu gehen, einkaufen zu gehen. Das habe ich früher eigentlich nicht so gekannt. Bin normalerweise nicht so ängstlich, aber jetzt, da bin ich sehr, sehr vorsichtig und ziehe mich dann eher zurück. Das weniger, was ich mehr erlebt habe, ist, dass Menschen in Aggression umschlagen. Ja, dass diese ganze soziale Isolation, die ganze Beschränkungen, nur noch mit Maske rumlaufen, hier und da die Hände desinfizieren, ja, und immer nur auf Schutz und auf Abstand und so weiter gehen. Die Leute, die zu mir gekommen sind, die haben eher Aggressionen entwickelt. Ja, zu sagen, ah, und das macht mich alles wütend und die ganzen Reglementierungen und da die Beschränkungen und da dies und das. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich machen soll und das stinkt mir jetzt alles und jetzt habe ich immer die Schnauze voll und das ist eher das, was ich erlebt habe. Also auch gerade das Gegenteil von der Angst, nämlich dass der Mensch versucht, nach vorne zu dringen und das alles wegdrängen, verdrängen will. Was eher schon wieder in die Richtung Trauma geht, traumatische Belastung. Ja? Was du gesagt hast mit Aggression, das heißt, also es könnte durchaus sein, dass das, was jetzt passiert ist an der Tankstelle, so ein klassisches Beispiel dafür ist. Richtig, richtig. Oder kam neulich in den Medien so ein Beispiel, da wollte sich jemanden, hat so einen 20-Jährigen erstochen, ne? Weil er darauf hingewiesen wurde, er soll die Maske tragen. Ja. Ne? Das ist so ein Beispiel, ja. Soziale Isolation und damit Einsamkeit, das bedeutet auch sozialen Schmerz, wie man das so nennt. Und das kann ebenfalls deutlich in körperlichen Symptomen münden. Ja. Was ist das zum Beispiel? Auch total unterschiedlich. Die einen ziehen sich total zurück und verkauern, ja, in der Starre. Die anderen entwickeln weitergehende psychosomatische Probleme. Ja. Das ist das klassische Beispiel, Bipolarität, so ein Fall. Oder jemand fängt an, sich auf einmal zu ritzen, ja, zu schneiden oder sich selbst zu verletzen und so weiter. Und das sind alles solche Alarmsignale. Oder jemand kriegt Atemnot, kriegt Herzklopfen, ja, kriegt Schweißausbrüche und so weiter. Und da ist auch dann immer, ich sage mal, das soziale Umfeld mit gefragt, wenn da was stattfindet, was zu beobachten ist, nicht zurückschrecken, sondern im Gegenteil ihn ansprechen, versuchen, Blickkontakt aufzunehmen und zu sagen, hey, was ist denn los? Kann sein, hast ein Problem? Kann ich da irgendwas helfen? Ja, und dann versuchen auch mit der Stimmlage, ja, mit der Körperzugewandtheit und so weiter, dem Gegenüber zeigen, dass man da ist. Ja, das kann schon einiges bringen und dass man dann denjenigen begleiten kann zu der nächsten aufsuchenden Hilfe. Okay. Und jetzt Billie Jean von Michael Jackson. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge. Wir sind gerade beim Thema Covid-19 und wie sich das auf die Menschen auch von der Psyche her ausgewirkt hat bisher. Alexander, ich habe gelesen, dass Menschen, die in sozialer Isolation verbringen, einsam sind, auch anfälliger für Infektionskrankheiten sind und dass es da auch um eine große Menge an Stresshormonen geht. Ja, das ist richtig, aber nicht nur Infektionskrankheiten. Klassisches Beispiel ist Menschen, die über viele Jahre in SGB-II-Leistungen, also in Hartz IV, Langzeitarbeitslose, in Langzeitarbeitslosigkeit sich befinden, haben zunehmend auch das Gefühl entwickelt, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Und da gibt es Studien, die in vielerlei Hinsicht belegen, dass auch diese Form von Einsamkeit zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickeln kann. Generell ist eine stressige Situation wie auch soziale Isolation
mehr oder weniger bedingt auch immer, dass, dass ein Menschen auch, ja, man sagt somatische, somatoforme Störungen entwickeln, das heißt körperliche Erkrankungen daraus entwickeln kann. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind das klassische Beispiel. Das kann aber durchaus auch dahingehend weiterführen, ja, bis zu Krebserkrankungen. Wie stark haben denn Depressionen vor allem während der Corona-Pandemie zugenommen? Hast du da Zahlen oder sagen wir mal Prozentzahlen? Konkrete Prozentzahlen nicht. Was ich aber sagen kann, Depressionen sind bedingt angestiegen. Was eher angestiegen ist, sind die depressiven Verstimmungen. Also dass Menschen mal länger in so einem Loch, wie wir es vorhin schon mal angesprochen hatten, diese drei bis sechs Wochen ja in dieser Negativität beharren. Und da gibt es schon einen messbaren Anstieg, der sagt ja so 30-40% in der allgemeinen Bevölkerung, dass das angestiegen ist. Du hast gerade gesagt, das war ja auch vorhin, ist ja auch vorhin angeklungen, dass es bei der Verstimmung eine begrenzte Zeit ist. Das heißt aber nicht, dass man das vollkommen wegstecken und ignorieren sollte. Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also ich rate da immer, sich auf jeden Fall aufsuchende Hilfen, ja, das kann bei der beim Arzt sein, ja. Also in Mannheim, wo ich herkomme, da gibt es so psychologische Beratungsstellen, da gibt es Seelsorgeeinrichtungen etc. Das schon mal auf jeden Fall, das ist immer schon mal eine gute Anlaufstelle. Jetzt haben wir noch das Wort Traurigkeit, das ist aber wahrscheinlich etwas ganz Normales, das gehört ja eigentlich wahrscheinlich nicht so richtig in den Themenkreis. Die Traurigkeit ist auch was von uns auch schon mal jeder erlebt hat. Ja, man hat mal einen Partner verloren oder eine Beziehung ging auseinander. Da ist man auch mal über eine längere Zeit in so einer Trauerphase. Ja, aber auch es kommt auch da wieder auf den Typus, also auf den Typ Mensch drauf an, kann eine gewisse Traurigkeit schon auch in eine depressive Verstimmung beziehungsweise in die Depression führen. Es kommt drauf an. Also das jetzt so alles zu pauschalisieren und pauschal zu sagen, ist immer ein bisschen schwierig. Das heißt, bei den ganzen Themenbereichen gibt es so fließende Übergänge. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch schwierig, am Anfang zu erkennen, wo ist derjenige? Steht er am Ende eines Prozesses, bevor der neue Prozess anfängt? Da würde ich auf jeden Fall den Hinweis geben wollen, sich da Hilfe zu suchen. Ich sage mal, was so jetzt als Außenstehender zu sagen, okay, ist der jetzt nur in einer Traurigkeit oder ist der jetzt schon in einer depressiven Verstimmung, ist jetzt so als Außenstehender immer schwierig zu sagen. Das bedarf dann auch, also die Psychologen, die Psychotherapeuten und so weiter, die haben da auch Analyseinstrumente, um da genau zu gucken, zu diagnostizieren, okay, wie weit ist denn das Ganze jetzt schon fortgeschritten? Ist es nur noch in einer Traurigkeit oder sind wir schon gar in einer beginnenden Depression? Wir machen gleich noch eine kleine Pause und dann geht es sehr spannend weiter. Dann steigen wir ein Stück weit in die Pharmazie ein. Und jetzt Under Pressure von Queen und David Bowie. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge. Alexander, jetzt steigen wir in ein etwas schweres Kapitel ein. Und zwar geht es um Medikamente bzw. pharmazeutische Präparate, nenne ich das einfach mal. Zum Beispiel Antidepressiva, das ist ja ein Begriff, der sehr oft verwendet wird, und wie die wirken. Ich würde sagen, Sendung mit der Maus, damit das jeder so einigermaßen durchblicken kann, weil das ja ein ziemlich kompliziertes Kapitel ist. Ja. Also erstmal muss man dazu sagen, ich warne auch immer wieder da davor, wenn Menschen sagen, ach, lass doch die Antidepressiva weg. Antidepressiva sind, man kann sagen, zum Teil ein Wundermittel, zum Teil hemmen sie aber auch die Heilung. Es kommt drauf an, wie immer. Dennoch aber als erste Faustregel gilt, verschreibt ein Arzt Antidepressiva, dann hat er seine Berechtigung und seinen Grund. Und dann sollten die auch so eingenommen werden. Gut, jetzt gibt es natürlich auch viele Studien und Metadaten, sagen wir auch da dazu, die dann sagen, die Frage aufwirft, ja, die Antidepressiva, wie wirken die denn eigentlich? Ja? Und warum wirken sie? Und wie wirken sie genau? Die Forschung ist da momentan aktuell hoch an diesem Thema dran, weil was mit dieser Fragestellung auch mit gleich einhergeht, ist, wie kann es dann zum Beispiel
in manchen Fällen zu sein, dass ein Placebo, also ein Scheinmedikament, ein Medikament ohne Wirkung, teilweise sogar mehr und besser wirkt wie ein Antidepressivum. Da ist die Forschung, die Neurowissenschaften und die Neurologen da gerade momentan ganz richtig aktiv dran. Aber man muss dennoch sagen, wenn ein Antidepressiva genommen wird, es gibt unterschiedliche, ganz viele, vielseitige wirkende Antidepressiva, auch Neuroleptika und so weiter. Wenn die verordnet werden, bitte so einnehmen, wie der Arzt sie verordnet hat. Die Frage ist natürlich auch an dieser Stelle, wie man es jetzt auch in einigen Fachmagazinen, wie zum Beispiel Spektrum, ja, das nicht weit von hier ist, in Heidelberg, hinten am Tiergarten sitzt der Spektrum Verlag. Spektrum ist einer der Wissenschaftsverlage überhaupt, ja, die dann auch neulich in einem Artikel geschrieben haben, ja, was ist denn der Beweggrund, dass Antidepressiva seit den 70er, 80ern, ja, sind die meisten Antidepressiva und wir haben so circa 160 unterschiedliche Medikamente, dass es da nicht so weiterging, ja, in der Forschung. Aktuell laufen die Forschungen wieder da auf Hochtouren, aber grundsätzlich, wenn Antidepressiva verordnet werden, bitte einnehmen und so fortführen. Wer darf die eigentlich verschreiben? Der Neurologe bzw. der Arzt. Das heißt also, erst muss ich dorthin gehen, der muss dann entscheiden, ob oder ob genau, nicht. Genau. Aber wenn dieses Medikament wieder verordnet werden muss, dann kann das dann wahrscheinlich auch der Hausarzt. Es kommt, jein. Also ich weiß von einem ganz akuten Fall von mir, jemand, der Antidepressiva nimmt. Und bei dem haben die Antidepressiva erst nicht angeschlagen. Dann wurde ein Zusatzmedikament, ein sogenanntes Lithium, verordnet. Und dieses Lithium verstärkt dann die Wirkung des Antidepressivum. Ja, das kann der Hausarzt so nicht ohne weiteres machen. Das muss dann schon der Neurologe machen, also einen weitergehenden behandelnden Arzt. Antidepressiva und Neuroleptika kann ich jetzt als Laie auch nicht beurteilen. Ist das gleiche? Ist das unterschiedlich? Also Neuroleptika wird zum Beispiel verschrieben, wenn jemand Epilepsie hat. Ja, also diese Verkrampfen und so weiter, ja. Und Antidepressiva sind eher Mittel, die bei Depressionen, ja, im klassischer Aspekt verordnet werden. Ich habe neulich einen Artikel gelesen im Vorfeld zu unserem Gespräch heute. Das fand ich auf den ersten Blick erstmal sehr, sehr witzig. Und zwar gab es eine Studie, einen Versuch, da wurden Mäuse über eine Woche täglich massiert, also in Anführungszeichen Bauchkraulen. Und die haben dann deutlich gestärkte Abwehrreaktionen gezeigt. Und man hat auch festgestellt, dass Menschen, die jeden Tag umarmt werden, weniger anfällig für Erkältungen sind. Das klingt erstmal recht lustig, vor allem das mit den Mäusen, das Beispiel. Aber ist das ein wahrer Kern dahinter? Ja, auf jeden Fall. Also wie wir das vorhin auch schon mal gemeinsam erläutern durften, wir Menschen, wir sind hochsoziale Wesen. Ja? Also früher, ich sage mal, wenn wir jetzt mal in der Menschheitsgeschichte 40.000, 50.000 Jahre zurückgehen, da hat der Mensch noch in ganzen Rudeln gelebt mit bis zu 150 Menschen. Ja? Sind wir da dann durch die Prärie gewandert. Das zeigt, wie diese Solidarität der Mensch doch braucht. Ja, auch heute in der Corona-Pandemie erleben wir das jetzt auch wieder gerade ganz stark. Wir Menschen sind dann anfällig für psychosomatische Erkrankungen, wenn uns ein Mensch im Negativen schadet oder beeinflusst. Ja, das heißt, jemand geht mit seinem Wortlaut, mit seinem Vokabular aggressiv mit uns um und sagt, und du, und was da wieder, ne? So, und dann kommt es auch da wieder, sind wir eher introvertiert oder sind wir eher extrovertiert, also introvertiert nach innen gekehrt oder extrovertiert nach außen gekehrt. Jemand, der extrovertiert ist, der sagt, ey, sag mal, was machst du denn da eigentlich gerade mit mir? Finde ich jetzt gerade nicht so in Ordnung. Jemand, der eher introvertiert ist, der zieht sich eher zurück, der schluckt das runter, ja, und kann dann auch eher leichter wieder eine Depression entwickeln. Ja, aber das ist jetzt alles so, ich will das jetzt, ja, so pauschal, aber so pauschal kann man das gar nicht sagen. Es ist, wie gesagt, immer auch vom Charakter, vom Typ Mensch mit abhängig und so weiter. Aber grundsätzlich ist zu sagen, Solidarität macht mit uns was, besonders im positiven Sinn,
stärkt sie uns, schützt sie uns, stützt uns und begleitet uns. Ich habe noch eine Frage, die jetzt mit den Botenstoffen zusammenhängen. Man hat ja im Gehirn passiert ja was mit den Botenstoffen. Und einmal, welche ganz bekannten gibt es? Es gibt ja diese, wie man so schön sagt, Glückshormone, und es gibt andere, die das Gegenteil bewirken. Ja. Ja. Und damit gekoppelt auch die Frage, wie misst man das? Ich glaube, man kann die gar nicht messen. Doch, anhand vom Blutbild. Ja, ein großes Blutbild, was auch ein Arzt macht oder machen muss. Und man kann noch viele weitere Messmethoden und Fragekatalogen und so weiter das Ganze doch messen und dann dementsprechend diagnostizieren. Zu diesen Botenstoffen, Serotonin zum Beispiel ist ein Glückshormon, ja. Wo jetzt auch neulich eine Studie gezeigt hat, wir haben es jetzt vorhin über die Antidepressiva, nicht unbedingt der Serotoninspiegel, also dieses Glückshormon, ist unbedingt der Auslöser für eine Depression, sondern es kann auch sein, dass genügend Serotonin vorhanden ist, es fehlt aber an anderen Neurotransmittern, an anderen Botenstoffen, dass dieses Serotonin, sagen die Neurologen im synaptischen Spalt, also das Gehirn ist ja ein riesiges Netzwerk von Nerven und Neuronen und Synapsen und so weiter. Und in diesem synaptischen Spalt, dass die Serotoninübertragung, die Neurotransmitterübertragung nicht so stattfindet. Aber Serotonin ist genügend da. Ist auch so eine Fragestellung, mit dem sich in letzter Zeit die Forscher beschäftigen. Und ist das eigentlich schon geklärt, warum das mit dem Übergang nicht funktioniert? Weiß man da schon was? So konkret noch nicht, nee. Das heißt, man stellt das einfach nur anhand des Endpunktes fest, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, kann es aber medizinisch noch nicht nachweisen, begründen. Nicht hundertprozentig sagen, genau. Okay, wir machen nochmal eine Musikpause. Und jetzt kommt Drive My Car von den Beatles. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge. Wir haben im ersten Teil beziehungsweise in den Fragen, die wir bisher hatten, geklärt, was jetzt Corona mit uns gemacht hat, wie die Leute reagiert haben, welche Probleme es gegeben hat und auch ein paar Begriffe erläutert. Und ich habe jetzt in der letzten Zeit gelesen, dass die vor allem jungen Patienten mit Störungen deutlich öfters in Praxen kommen und der Anteil habe sich teils sogar versechsfacht. Das ist die Frage, kann das mit der Praxis übereinstimmen, die du hast, die du auch vielleicht mal mit Kollegen besprochen hast? Und allgemein heißt es, dass sich 50% in der Altersgruppe psychisch stark belastet fühlen. Ja, das ist richtig. Was in der Corona-Pandemie jetzt auch ganz verstärkt zugenommen hat, sind zum Beispiel auch die Gewaltdelikte zu Hause. Vater, Mutter wird auf einmal gewalttätig. Das war am Anfang sehr stark zu beobachten. Die Familie, ganze Familie ist auf einmal zu Hause. Ja, Vater, Mutter, beide arbeiten in einer Firma, im Büro. Ja, und jetzt heißt es auf einmal Homeoffice. Ja, und jetzt muss der Vater sich auf seine Arbeit konzentrieren, die Mutter auf die Arbeit konzentrieren, aber gleichzeitig heißt es auch Homeschooling. Ja. Das hat in der Tat zu vielen Konflikten, Auseinandersetzungen geführt. Was dazu mit beigetragen hat, was dann auch jetzt politisch ganz stark diskutiert wurde, war die Digitalisierung. Ja. Die Schulen waren teilweise nicht richtig digitalisiert und hatten damit zu kämpfen. Dann sollten von heute auf morgen Laptops angeschafft werden, die konnten nicht geliefert werden und so weiter und so weiter. Also ganz, ganz viele Baustellen. Und das hat dann zu diesen Konflikten so geführt, dass man dann teilweise zu Hause sich nur noch angeschrien hat, nur noch aus dem Weg gegangen ist, wo dann irgendwann ein Mensch hergeht und sagt, für sich, in sich reingeht und sagt, okay, irgendwas läuft hier schief. So, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich setze mich an den runden Familientisch, wie das viele auch gemacht haben, und bespreche den Konflikt und sage, hey, morgen 10 bis 12 will mein Chef, dass ich im Online-Meeting sitze und dieses Meeting halt. Frau, kannst du bitte gucken, dass das mit dem Homeschooling funktioniert, dass man sich da abspricht und abstimmt, wer wie was.
Zudem kamen die Schüler, du hast es gerade erwähnt, die Studierenden, die zunehmend psychische Belastungen da erleiden. Ja, die sind es gewohnt, der große Unisaal, also auch das Soziale, ja, da gefehlt hat. Der Kontakt zum Professor, der sich dann meist auch über die Jahre zum persönlichen Kontakt entwickelt, der war dann von heute auf morgen nicht mehr da. Und das sind alles so diese Themen, wo ein Mensch irgendwann sagt, okay, bis hierher. Das spürt man dann vielleicht auch noch. Wenn jetzt noch irgendwie was kommt, dann breche ich zusammen, dann kann ich nimmer oder dann schmeiße ich hin oder ja, und keinen Schritt weiter. Von daher dieses bis hierher. Und von dem her ist es auch, gerade in solchen Situationen ganz, ganz arg wichtig, auf seinen eigenen Körper Signale zu hören. Wenn der Körper irgendwie irgendwas signalisiert und sagt, also du, mach mal eine Pause, zieh dir mal die Turnschuhe an und lauf eine Runde um den Block. Dann nicht versuche noch irgendwie jetzt noch schnell irgendwie irgendwas zu regeln, jemanden anzurufen, was zu managen, sondern dann ist meine Empfehlung, ich weiß, es geht nicht immer im Alltag, aber dann trotzdem irgendwie versuchen zu sagen, okay, jetzt ziehe ich mir die Schuhe an, schnapp meinen Hund und gehe eine Runde durch den Wald. Ist schon mal in dem ersten Moment, um runterzukommen, schon mal sehr hilfreich. Jetzt haben wir noch ein ganz anderes Problem in der Situation. Und zwar, wenn jetzt Menschen in der Situation sind, dass sie entweder für eine kurze Dauer oder auch für eine längere Dauer Hilfe benötigen, also wirklich professionelle Hilfe. Es war vorher schon ein Problem mit den Wartelisten in Praxen, die zumindest kassenärztlich zugelassen waren. Da war es zum Teil so, dass man gesagt bekam, na ja, kommen Sie in einem halben Jahr oder Jahr wieder. Bis dahin ist das Kind schon 10-mal in den Brunnen gefallen. Was ist denn da im Moment in der Mache, sage ich mal? Das ist ja ein Zustand, der ist ja völlig unakzeptabel. Ich sage dazu katastrophal. Das ist in der Tat so. Also in Mannheim, wo ich herkomme, weiß ich, gibt es in der Innenstadt 58 sogenannte psychologische Psychotherapeuten. Was das jetzt genau ist, gehen wir ja nachher nochmal in der zweiten Sendung noch ein bisschen genauer drauf ein. Und diese 58 Praxen haben eine Wartezeit in der Tat zwischen 3 und 6 Monaten in der Stadt. Auf dem Land ist das nochmal ein bisschen anderes Bild. Es ist ein Problem, weswegen der Gesetzgeber jetzt auch, ich sag mal, 2 Jahre herging, genau 2 Jahre müssten das jetzt her sein, und dann gesagt hat, Psychotherapie machen wir jetzt als einen eigenen Studiengang. Ja, also man kann jetzt, ohne vorher Psychologie studiert zu haben, ja, direkt an die Uni gehen und sich für einen Psychotherapiestudiengang einschreiben. Das funktioniert. Halte ich aber für schwierig, weil ohne Psychologie, also dessen, warum der Mensch so denkt, wie er denkt und so handelt, wie er handelt, das ist ja das, was die Psychologen erforschen und studieren. Ohne diese Kompetenzen, was eigentlich im menschlichen Organismus passiert, gleich so auf die psychosomatischen oder psychologischen Erkrankungen zu gehen, wo auch teilweise auch mein Berufsverband, der BDP, da auch bei der Politik ein bisschen Sturm laufen und sagen, halt, stopp. Ja? Da findet momentan politisch einiges statt. Mal gucken, ob man da vielleicht auch wieder zurückrudert und sagt, okay, wir machen doch wieder erst das Psychologiestudium und dann das Psychotherapiestudium. Wobei, bis vor kurzem, ja, zum Beispiel auch jemand, der Medizin studiert hat, also Allgemeinmedizin und so weiter, dann auch eine psychotherapeutische Weiterbildung hat. Ja, also es gibt auch viele Ärzte mit einer psychotherapeutischen Weiterbildung. Da gibt es viele unterschiedliche Fachrichtungen und Schulen, die man da kontaktieren kann. Alexander, die erste Stunde ist fast zu Ende. Es war sehr interessant, was du an Beiträgen mitgebracht hast. Und ich denke, das ist ganz gut rübergekommen. Also laienverständlich erklärt, jemand, der mit dem Thema zu tun hat, direkt, indirekt. Ich glaube, da ist viel transportiert worden. Ich sage erstmal vielen Dank für den ersten Teil. Und nach einer Pause bzw. den Nachrichten geht es dann bei uns weiter. Und dann packst du den Werkzeugkoffer aus. Ich sage auch vielen Dank und hoffe, dass eure Zuhörer und Zuhörerinnen sich doch hier vielleicht was auch mitnehmen konnten. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge.